Wir spielen heute den Blunarius Master Remote XXL. Das bedeutet, jeder Blun ist geupgrankt. Das bedeutet zum Beispiel, ein roter Blun ist ein blauer Blun und ein blauer Blun normalerweise ist ein grüner Blun und so weiter. Ein Moab ist ein gepanzerter Moab und so weiter und so fort. BRDs und gepanzerte BRDs werden zu dreifachem Speed Blunarius Tier 3 und Elite Blunarius. Und das Geld pro Runde ist reduziert. Wir aktivieren jetzt den Master Remote und ihr seht schon, alles wird komplett dunkel. Und das bedeutet, der Master Remote ist aktiv. Wir machen das Ganze natürlich mit Geraldo. Wir gehen in den Easy-Modus rein, weil ich glaube, ohne Easy-Modus wird das Ganze zu hart. Und wir fangen einfach mal an. Wir machen das Ganze hier auf 4 Ringe. Ich platziere Gary mal und einen kostenlosen Wurfallaffen, dass wir die ersten Runden irgendwie schaffen. Und jetzt müssen wir sparen und irgendwie das NFT rauskriegen. Ich hoffe, Gary kriegt das hier in Runde 1 verteidigt und die anderen Runden auch, bis wir das NFT draußen haben. Ich lasse mal Autostart an. Ich weiß nämlich nicht, wie schwer das Ganze wird. Und ich will mir nicht die Zeit lassen, dass ich mir irgendwie ein geiles Setup bauen kann. Ich will das in einem Flow machen, wenn es irgendwie geht. So, NFT in Runde 4. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Ich habe hier noch theoretisch George dabei als kleinen Helfer, dass wir Runden überskippen können, dass wir schneller ins Late Game kommen. Aber ich denke, ich werde den erstmal nicht benutzen. Das heißt, ich verkaufe den hier jetzt wieder. Ich wollte ihn euch nur kurz zeigen. Als nächstes würde ich erstmal an unserer Defense arbeiten. Und das bedeutet, ich würde auf einen Magier gehen. Ein Magier ist hier ultra, ultra stark auf der Karte, weil die Blooms fahren öfter hier durch die Position. Das bedeutet, wenn der hier sein Feuer hinmacht, macht der da mehrfach Damage. Das erste Mal, wenn die Blooms hier so einmal ihre Linie fahren und das zweite Mal dann, wenn sie hier wieder probieren hochzufahren. Heißt Wall of Fire, also 022 Wizard, sollte hier auf dieser Map richtig gut performen. So, Wall of Fire haben wir in Runde 10. Und ihr seht schon, die Bloons sind auf jeden Fall um einiges stärker, weil wir haben schon wirklich sehr, sehr starke Runden hier. Ich hole mal hier noch einen Shooty Turret, dass wir noch ein bisschen extra Defense haben. Und ich glaube, jetzt können wir auch mal sparen. Denn ich glaube, bis Runde 24 oder 25 sollten wir eigentlich ganz gut klarkommen. In Runde 25 müssten, glaube ich, die ersten Bleibloons kommen. Aber dafür haben wir jetzt schon Wall of Fire. Was wir auch noch brauchen, wir brauchen Rubber to Gold, weil es werden sehr, sehr viele Bleibloons kommen und Rubber to Gold macht ja sehr, sehr viel Geld, wenn wir den, wenn wir halt Bleibloons haben. Unser Ziel heute ist übrigens, Runde 140 auf jeden Fall zu schaffen und dann schicke ich später einfach mal, Runde 200 und so raus und wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Vielleicht kriege ich ja einen geilen Paragon hin, vielleicht auch nicht, wer weiß, ich würde maximal alle drei Stufe 5er Farms bauen, das ist so das Limit, was ich mir setze, also mehr Farming will ich eigentlich nicht betreiben. Wir sind jetzt in Runde 25 und bisher sieht es echt ganz gut aus. Also, oh, da kommen jetzt in Runde 25 schon gepanzerte Bleibloons. Also ihr merkt, es wird auf jeden Fall härter. Wir haben jetzt hier ein Rubber to Gold. Als nächstes holen wir uns einen Glugunner. Glugunner plus Rubber to Gold, sehr starke Kombination. Wir machen ihn auch auf stärkster, machen ihn hier auf Stronger Glue und gehen jetzt noch auf Glue Splatter, dass der wirklich alle Bloons schön einklebt. Dass hier wirklich unser Rubber to Gold einfach alles vergolden kann und die ganzen, die ganzen Bleibloons einfach zu Gold macht und wir extra Geld kriegen. Ich gehe sogar auf Gluehost, dass wir wirklich nichts übersehen. Wobei, Gluehost ist mir ein bisschen zu teuer. Ich kaufe mir einen zweiten, mache den auf letzter und gehe nochmal auf einen 022er. Ja, das sollte besser sein. So, als nächstes holen wir uns einen Ingenieur. Also ihr merkt schon, wir machen hier alternatives Farming heute. Und wir gehen auf Double Gun und Larger Service Area und dann als nächstes auf Bloom Trap, dass wir halt die ganzen Bloons, die vergoldet sind, schön in die Bloom Trap reinballern können. Ich hole mir mal einen Bananenfarmer, beziehungsweise für später schon mal ein paar mehr. Der kommt hier hin. Der ist nämlich dafür da, dass er instant die Kiste aufsammelt, wenn die voll ist, dass wir die direkt danach die nächste Kiste werfen können und ich das nicht selber machen muss. Hier kommt die Kiste hin. So, was wir noch brauchen, ein bisschen mehr Defense, dafür kommen die hier hin. Dann gebe ich ihm noch einen Unsichtbarkeitspotion, dass er 5 Runden unsichtbare Bloons sehen kann. Und damit sollten wir jetzt bis Runde 40 eigentlich safe sein. Aber sicherheitshalber werde ich mir noch einen Drachenatem holen, dass wir in Runde 40, ich glaube, da kommt ein BFB, dass wir den BFB auch irgendwie kaputt kriegen. Ich baue mal ein Affendorf noch, dass wir unsichtbar sehen können.
und Dschungeltrommeln haben. Dann kann ich ihn hier nämlich noch weiter nach oben stellen. Und dann sollte der das hoffentlich schaffen. Runde 38 kommen einfach schon zwei Moabs. Also ihr merkt, der Schwierigkeitsgrad wird immer schwerer. Wenn ich das Ganze jetzt auf hart machen würde, würde ich das, glaube ich, gar nicht so easy schaffen. Deswegen habe ich das heute mal auf easy gemacht. Ich habe den Modus sehr lange nicht gespielt. Das ist der schwerste Modus, den es im Bloons Tower Defense 6 gibt. Und ja, also wir können das Ganze gerne mal auch irgendwann im Hard-Modus und dann auf einer Expertenkarte machen, wenn euch das gefällt. Und wenn ihr das cool findet, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wir haben jetzt 17.000 Kohle, beziehungsweise 18.000 sogar. Aber wir sollten den BFB ja auch eigentlich relativ gut kaputt kriegen. Ja, perfekt. Okay, wir sind im Freeplay. Dann würde ich jetzt meine erste Farm bauen. Und zwar baue ich meine ganzen Farming-Sachen nach unten links. Wir fangen mal mit dem Zentralmarkt an. Dann holen wir hier noch eine Bank, die baue ich aber auf unten, dass ich die nicht einsammeln muss. Und hier kommt dann noch die Bananenplantage hin mit einem Affenfarmer, dass ich da nicht selber einsammeln muss. So, das ist jetzt unsere Farming-Strategie, die wir bis jetzt haben. Als nächstes brauchen wir auf jeden Fall guten Ceramic Damage, weil es werden sehr viele Ceramic Bloons kommen. Und guckt euch mal bitte an in Runde 43, wie viele Moabs wir schon haben. Okay, den Wurfeilaffen, den kostenlosen, verkaufe ich mal. Und wir gehen mal auf etwas, was ich sonst nie baue, und zwar auf einen Mörser. Und wir gehen auf den The Big One und ich platziere den hier in der Mitte, dass er schön die ganze Zeit alles schön durchstunt. Immer schön stun, 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 das ist wichtig. Deswegen habe ich den auch auf Mitte gebaut. Unten ist eigentlich geiler, aber Mitte ist besser, wenn du viele Stunts haben willst. So, was könnten wir jetzt noch holen? Wir könnten hier MIB holen, dann kann nämlich unser Drachenatem Lila Bloons angreifen und dann holen wir uns hier noch Summon Phoenix, weil wir haben jetzt schon ganz viele gepanzerte Bloons oder Moabs in Runde 46. Als nächstes einmal hier die BAF-Farm upgraden und dann, ja, IMF-Loan lohnt sich eigentlich nicht, deswegen würde ich jetzt erstmal chillen und ein bisschen sparen, dass wir vielleicht nachher noch mehr Gold haben. Ich hole mal hier eben noch einen zweiten Rubber to Gold und mache den auf Close. Der hier ist ja auf Strong, den mache ich auf Last, das heißt, wir haben jetzt einen auf Strong, einen auf Last. Und die brauchen natürlich auch noch unsichtbar, dass die unsichtbar sehen können. Und Jungle Drums, dass sie schneller attacken können. So, und das ist jetzt mein aktuelles Setup. Mit dem Setup werde ich jetzt erstmal so lange verteidigen, wie es geht. Wir haben ja übrigens auch hier noch die Quincy Action Figure. Die ist auch schon gut was wert. Wir machen hier noch ein bisschen Gary Fertilizer drauf. Und ich glaube, jetzt können wir bis Runde 60, sollten wir eigentlich safe sein. Runde 54 kommen einfach zwei BFBs und total viele Moabs. Hiernach sollten wir aber genug Geld haben, um uns Bananazentrale zu holen. Perfekt. Heißt, wir haben jetzt unsere erste 5er-Farm. Wir gehen als nächstes auf, ja, IMF-Loan lohnt sich eigentlich nicht, weil ich die Fähigkeit nicht aktivieren will. Deswegen gehen wir erst auf eine Monkey Wall Street. Aber wir brauchen, glaube ich, ein bisschen mehr Damage und Pierce. Deswegen würde ich wahrscheinlich mal einen Super-Affen bauen. Der kommt hier hin. So. Der kann ja überall attacken. Und dann gehen wir auf 203, also auf den Dark Knight mit Plasma Blasts oben. Mit dem sollten wir eigentlich auch ganz gut zurechtkommen. Und ich glaube, ich baue noch gleich eine neue Bloon Trap, und zwar ganz vorne. Bevor ich das aber mache, muss hier noch ein Dorf hin, und zwar eine Monkey City, dass wir mit all unseren Türmen mehr Geld machen. So, und jetzt kann ich hier auch die XXL Trap holen, heißt, ich kann die zweite Trap verkaufen und damit sind wir jetzt eigentlich ganz gut im Business. Wir holen uns jetzt hier noch so die XXL Trap, die kommt hier in der Mitte. Come on. Genug Geld, zack, mit der machen wir jetzt noch mehr Geld und können noch besser verteidigen. Leute, vergesst nicht, wir werden gleich eine Menge Lunarius und so kriegen. Also ich muss unbedingt so ein bisschen alternatives Farming machen, weil sonst haben wir nicht genug Geld, um uns später die Paragons zu holen. Okay, ich habe alle 5er Farms, heißt, ich platziere einen Techbot, dass der die ganze Zeit die Fähigkeit aktiviert. Wir holen uns natürlich dann, weil wir durch die Fähigkeit Geld machen, auch noch ein U-Boot. Das U-Boot grade ich ab, und zwar auf Energizer und auf Heat-Tip Darts, dass es Blei kaputt machen kann, dass wir hier noch ein bisschen extra Defense haben. Das hat nämlich gerade schon 2000 Schaden gemacht. Also ich glaube, das ist ganz nice, gerade weil es sehr viel Pierce hat. So, jetzt als nächstes würde ich hier einen Alchemisten platzieren und auf Permanentgebräu gehen. Und ihr merkt schon, Runde 64, wir kriegen hier ganz viele gepanzerte BFBs und so. Also es wird immer härter. Als nächstes würde ich schon mal den Boot Paragon preparen. Heißt, wir platzieren hier schon mal unsere Boote. Wie viele kann ich denn hier platzieren? Unten kann ich hier unten drei platzieren. Dann würde ich nämlich alle drei hier unten platzieren. Ah, es klappt nicht so gut. Ich mache das mal anders. So, so, dann kommt hier das U-Boot rein. Passt das hier irgendwie rein? Nee. So, und das U-Boot. Perfekt. Also Energizer.
Dann bauen wir hier unten unsere Fünferboote. Wir gehen einmal hier drauf, einmal Mitte und einmal unten. Hier oben kommen dann nochmal 3 oder 4 Boote hin, die Geld machen und Pops sammeln. Weil wir wollen ja auch nicht ein Degree 1 Boot, sondern möglichst Degree 40 oder so haben, dass wir möglichst weit kommen. So, die werde ich jetzt auch alle upgraden. Zack, zack, zack. Und jetzt sparen wir Geld auf unsere Fünferboote, hätte ich gesagt. Sprich, wir gehen als erstes auf Trade Empire und danach auf Pirate Lord und auf das Carrier Flagship. Wir haben einfach in Runde 80 schon BAD, also guckt euch das mal bitte an. Wie crazy ist das? In Runde 100 werden wir dann schon Blunarius kriegen und das Ganze wird halt komplett eskalieren, so ab den 150er Runden. Das wird wirklich gottlos. 2 BADs in Runde 85, ich glaube, langsam ist es schon fast Zeit für ein Paragon, aber ich würde eigentlich gerne noch so viel Geld sparen, wie es geht. Ich mache mal hier Fertilizer nochmal drauf. Gary ist Level 18. Theoretisch könnten wir ihn mal eben, wir machen mal hier die Fähigkeiten, theoretisch könnten wir ihn mal eben upgraden. Ich hole mal hier noch die Hasen, dass wir die gleich haben. Und ich grade ihn jetzt 2-mal ab, dass wir hier Totem stellen können, damit der Paragon gleich ein besseres Degree hat. So, dann mache ich das nochmal und das nochmal für ein bisschen mehr Leben. Und ich glaube, den Rest machen erstmal unsere Boote weiter. Und das heißt, ich platziere jetzt einfach nur Totems. Und ich hoffe, wir kommen irgendwie bis Runde 100 mit dem Setup. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir vorher schon den Paragon holen müssen. Okay, wir sind in Runde 99. Und ihr seht schon, es ist eine komplett andere Runde 99, weil alles gepanzert ist. Also selbst hier die ZOMGs sind alle gepanzert. Ich hook jetzt erstmal schön 2 rein für noch ein bisschen extra Pops. Und jetzt in Runde 100 seht ihr, es kommt einfach niemand anderes als ein normaler Blunarius Tier 3. Und mit unserem jetzigen Setup weiß ich gar nicht, ob wir den so kaputt kriegen. Wir können hier wieder ein NFT platzieren. Ach, ein NFT sage ich schon. Ja, ihr wisst schon. Ein Totem, Paragon Totem. Und wir machen Blunarius echt kein Damage. Heißt, wir brauchen jetzt unseren Boot Paragon. Das heißt, ich warte hier. Ah ne, ich krieg ja gar keins mehr. Okay, wir verkaufen unser Rare Quincy Action Figure. Gehen ja auf Navag der Meere. Und ich verkaufe hier meine Farms, also maximalen Effort. Und wir gehen mit all dem Geld, was wir haben, auf den Paragon. Und der Paragon ist Stufe 71. Okay, Stufe 71 Paragon. Nice, der hat jetzt Blunarius geschafft. Ab jetzt geht halt das Super Late Game los, wo halt die ganzen Blunarius kommen. Und ja, wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Ich will auf jeden Fall noch den Elite Blunarius in Runde 140 sehen für den gepanzerten BAD, weil der hat ja auch 300% Geschwindigkeit. Und danach würde ich sagen, werden wir noch ja einfach mal so ein bisschen vorskippen und gucken, wie krass das wird, wenn da mehrere Blunarius spawnen. Guckt euch das einfach an, in Runde 115 oder hier in Runde 116, wie viele gepanzerte BADs da kommen in Runde 116. Das ist einfach nur krank. Das schaffst du gar nicht ohne Paragon. Guckt euch an, wie viele Pops der hat. Der hat 24 Millionen Pops jetzt in 17 Runden gemacht. Das ist komplett insane. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch einen extra Paragon. Und ich habe mich gerade entschieden, wir gehen auf einen Boomerang Paragon. Und zwar auf einen Stufe 20 Boomerang Paragon. Heißt, wir brauchen hier noch 25 Boomerang Monkeys, die wir nachher alle sacrificen. Wir haben jetzt gerade 15. Haben wir 20 und 25. Die muss ich jetzt alle upgraden. Hier in Runde 119 kommen übrigens 3 normale Blunarius mit 300% Geschwindigkeit. Aber sieht so aus, als wird unser Boot das gar nicht jucken. Der nimmt die nämlich einfach komplett auseinander. In Runde 120 sollte jetzt eigentlich gleich... Ne, in Runde 140 kommt der erst, der gepanzerte, ne? Stimmt, in Runde 140 kommt der Elite Blunarius erst. Das bedeutet, hier in 120 kommen noch ganz viele BRDs und so einfach. Aber ich würde sagen, wir holen trotzdem schon mal den 20er Paragon. Wir haben eh nicht so viel Geld. 23 ist er, 59.000 haben wir noch. Das heißt, wir können jetzt wieder ein bisschen vorskippen. Denn ich denke, mit dem Setup hier sollten wir auf jeden Fall dann bis 140 kommen, auch im Mastery-Modus. Wir sind in Runde 139, kurz vor Runde 140. Ist gleich kommt der erste gepanzerte Elite Blunarius mit 300% Geschwindigkeit. Ich bin mal gespannt. Der ist auch super schnell, also der bewegt sich einfach so schnell wie so ein Vortex. Und ja, der hat halt sehr, sehr viel Leben, ne? Aber eigentlich sollten wir den, glaube ich, mit beiden kaputt kriegen. Vor allem, wenn das Boot jetzt draufballert. Ja, es sieht sehr gut aus. Wir kriegen den auf jeden Fall kaputt. Der spawnt die ganze Zeit DDTs und BADs einfach. Und da kommt jetzt noch ein normaler Blunarius. Den sollten wir eigentlich aber auch auseinandernehmen. Und danach werden wir jetzt erstmal ein paar Runden skippen. Ich platziere mal kurz ein Favorite Trade Boot. Und wir verkaufen hier jetzt erstmal ein paar Sachen. So, alles, was wir nicht brauchen. Dich brauchen wir nicht, dich nicht, dich nicht, dich nicht.
Dich behalten wir, du weg. So, welchen Paragon können wir noch machen? Den können wir, naja, wir können eigentlich nur noch einen Dart Paragon machen. Das machen wir dann auch. So, wir holen uns unsere vier Arm oder unsere zwei Armbrustschützen und unsere zwei anderen Fünfer. Und dann, ja, werde ich hier einfach zwei Totems platzieren. Und nochmal ein paar Sacrifices. Ich werde jetzt nicht genau die Anzahl von 100 Sacrifices machen. Es spawnen einfach nur noch Blunariusse. Normal oder Elite, es ist so crazy. So, und die werde ich jetzt alle nochmal upgraden. Und dann holen wir uns den höchsten Paragon, der geht. Und dann müssen wir einfach gucken, wie weit wir kommen, weil mehr Geld werde ich einfach nicht haben. Klar, ich hätte alle Farms platzieren können, aber braucht man halt im Mastery-Modus nicht, wenn man weiß, dass man halt eine Monkey City bauen muss und halt sehr früh auf dem Rubber to Gold gehen muss, weil die machen halt so mega viel Cash. Und dadurch habe ich jetzt einfach das ganze Geld, um halt die Paragons alle zu holen. So, ich würde sagen, ihn platzieren wir hier. Alles Geld rein. Ich sag Degree 35. 53, okay, I take it. Ja, Geraldo, du kannst auch verkauft werden. So, unsere Paragons haben jetzt eine Aufgabe und diese Aufgabe ist es, irgendwie zu überleben und lange möglichst lang irgendwie es zu schaffen, zu verteidigen. So, ich schick mal Runde 160 kommt extrem viel gepanzertes Zeug. Da ist ein normaler Blunarius. Ich muss hier jetzt erstmal Accessibility ein bisschen runter machen, dass man hier besser sieht. So 37%. Vollgas. Blunarius kommt ganz schön weit. Da kommt schon wieder der neue Blunarius. Oh mein Gott, es ist halt komplett krank. Es ist komplett krank, wie viel da kommt. Okay, wir gehen auf Runde 185. Runde 185. Mittlerweile haben die echt viel Leben. Und da ist ein Blunarius, ganz viele gepanzerte BRDs. Dann haben wir hier oben nochmal einen neuen Blunarius. Also es ist komplett wild. Es ist komplett wild. Ich muss auch die Fähigkeit hier vom Boot Paragon benutzen, um die Boys reinzuhucken, weil sonst ist es einfach zu viel. Okay, aber 185 haben wir auch geschafft. Ich schick mal Runde 200. Was kommt in Runde 200? In Runde 200 kommt ein gepanzerter ein Elite Blunarius, weil es ja ein gepanzerter BRD wieder wäre. Und es kommt noch ein Elite Blunarius. Oh mein Gott, wie viele Elite Blunarius kommen hier? Wir haben Doppel-Elite Blunarius gerade. Schaffen wir das? Ich weiß es nicht. Paragon macht auf jeden Fall sehr guten Damage, aber ich sehe nicht, dass er kaputt geht langsam. Okay, wir brauchen hinten Verteidigung. Ich hole mal hier noch Spike Mines. So viele wie gehen. Schnell, schnell, schnell. Come on, wir müssen ihn kaputt kriegen, aber wir machen ihm keinen Damage. Warum? Geh kaputt, bitte. Nee, das schaffen wir nicht. Runde 200. Er ist gerade angefragt, aber er geht durch. Leute, das soll es gewesen sein mit dem XXL Mastery Mode. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder mit noch mehr Bloons Tower Defense 6 Model Content. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf und ciao.